Wir haben so viele Rosen, dass wir sie sogar herschenken können. TikTok Money zahlt. Jede Rose, die ich herschenke, geht auf meinen Bankaccount. Kaching, kaching, kaching. Der springende Punkt bei dieser Aussage war auf seinem Bankaccount. So, es fühlt sich gleich besser an. Ich bin fresh. Ich mache mich jetzt am Weg zum Raffi. Muss vorher aber noch zum DHL-Shop, weil ich habe schon wieder Schuhe bestellt und ich war schon wieder nicht daheim. Alright, heute ist ein geiler Tag, perfektes Wetter. Machen wir uns am Weg. Okay, wir haben einen Plan. Alter, glaube ich. Was ist das Allheilmittel gegen Creators Fatigue? Ja, was? Da gibt den Tipp jetzt. Also Leute, wenn ihr euch jemals schwach fühlt, ihr habt keine Energie, Content zu produzieren, ihr fragt euch, ich bin exhausted, ich habe keine Kraft mehr. Leute, ein Red Bull hat schon alles geheilt. Das zweite macht das erste nur besser. Wir haben hier unseren Korrespondenten vor Ort. Er wird uns erklären, wie die Lage auf der Marilber Straße ist. Hansi, direkt zu dir. Ja, danke Manfred. Es scheint so, als hätte Covid eine neue Variante entwickelt. Die Leute drehen durch. Ich muss mich jetzt selber in Sicherheit bringen. Was ich fand witzig, tanzen da und singen und dann steht so ein traditioneller Inder. Was denkt sich der dabei? So, der steht so da, die haben den auch gegrüßt, so, hey Mann, wir sind auf deiner Seite, weißt du, aber so, der denkt sich, die Welt ist verrückt geworden. Wow. Okay, wir haben uns aufgefrischt. Wir haben gegessen. Und wir machen uns jetzt wieder am Weg in die Stadt. Was hast du? Knoblauchgeruch. Die Hose ist für dich. Dann sind so. Mashallah, mashallah, die Sonne scheint. Ganz out, sans out. Zugenommen? Ich finde eher, du hast abgenommen. 50 TikTok-Account haben sie schon geblockt. Ja, yeah, Bro. Die können mich nicht aufhalten. Aber ich mach weiter. Jetzt wollen wir Prank machen, so, weißt du? Was? So, wow, schöne Schuhe. Willst du kicken? Der war so scheiße. Okay, ich bin dabei. Machen wir gemeinsam? Ja. Ja, keiner mag sie. Die schenken Leute andauernd her, aber keiner ist sie. Bisschen traurig, oder? Jetzt geht Ray Rosen schenken. Kompliment für Damen machen. Sie haben schöne Schuhe. Und sie fragen, ob sie wollen. Offene. Du bist mega süß. Danke sehr. Wie ich einfach nur nett bin fürs Video. Gutes Gefühl, oder? Ja. Menschen zu amazing. Beschenken. Jetzt hol die Rose. Wir haben so viele Rosen, dass wir sie sogar herschenken können. TikTok Money zahlt. Jede Rose, die ich herschenke, geht auf meinen Bankaccount. Kaching, kaching, kaching. Der springende Punkt bei dieser Aussage war auf seinem Bankaccount. Hey Mann, das ist für dich. Du bist echt süß. Danke. Man kann diesem Typ auch einfach nicht Nein sagen, wenn der auf einen zukommt. Der hat einfach ein vertrautes Grinsen, schöne Augen. Redest du von dir selber oder von mir? Ich rede von dir, Mann. Ah, schau. Okay. Schau, oder ich mach das so wie mit diesem Scharnitzel. Hier. Und dann. Du kennst das? Ich bin so happy, dass wir beides abgedreht haben, was wir geplant haben, Flo. Du weißt nicht, wie wichtig das heute war. Polizei. Die sind schon auf uns gedrillt. Die bekommen so in der Regelschulung eine besondere Einheit, wo sie lernen, Achtung, das ist Ray, genau. Haltet euch von dem fern. Ich stelle mir das so vor und die nächste Folie und sie klicken so und sie sehen Gesicht von mir und alle so, die Freunde in der letzten Reise, ich hab den schon mal gesehen. Okay, wir fahren jetzt heim. Ich fahr jetzt heim, hol Nina ab, dann gehen wir zur Andis Geburtstagsfeier. Feiern. Schon. Ja, gleich so gehen wir zum Andi gehen, seine Geschenke packen und ab geht die Post. Frühstück bei der Mutti. Was würde ich jetzt noch für eine Sonnenbrille geben? Weil die Party war so wild, dass ich jetzt gerne eine aufsetzen würde. Wir kriegen jetzt im Bau. Nein, wir gehen jetzt Auto waschen. Schön Wetteraktivität. Sind alle Fenster zu? Fuck. Der Spiegel ist kaputt. Ja, da ist halt jetzt nichts. Man weiß Dinge erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Und das trifft umso mehr auf einen Außenspiegel zu. Immer wenn du ein Problem versuchst zu lösen, erzeugst du damit eigentlich nur wieder neue Probleme. Was ich noch nicht weiß, ist, wie
wie ich das dem Herrn Gendarm erzählen soll, wenn er mich fragt. Ja, Herz ist mal, wie ich weggefahren bin, war das noch okay. Dann wird er sagen, haben Sie eine Warnweste mit? Dann wird er hinten aufmachen. Und dann siehe da, liegt da dann auf einmal was drinnen? Der Spiegel! Was? Er hat grün. Soll ich ihn zusammenführen? Dann bist du über Rot gefahren. Jetzt rede ich noch groß, morgen habe ich dann ein steifes Knack. Dann kann ich nicht einmal mehr Tee machen. Dann kann ich mal so einen Handspiegel herhalten.